Das Bizops Forum 2023 Masterclass, was wir dieses Jahr veranstaltet haben hier in Berlin, war ein ganz besonderer Event für mich. Mir war es besonders wichtig, unsere Kunden zusammenzubringen und den persönlichen Austausch zu ermöglichen. Deswegen haben wir uns überlegt, wir machen das in sogenannten Masterclass-Sessions und einfach die Kollegen zu bestimmten Themen aufgefordert, Lösungen zu erarbeiten. Meine Vorstellung von Bizops ist, wir wissen ja, Operations, Business, klassische Welt, Silo-Denken ist oft sehr weit auseinander und genau dieser Bizops-Ansatz ist, der ist auch heutzutage benötigt, Business und Operations immer weiter zusammenzubringen, dass sie Hand in Hand arbeiten. Wir haben einfach letztendlich diskutiert, wie kann Security und Operations zusammenarbeiten? Es ist wichtig, dass die Geschäftsführung oder die Geschäftslinie parallel mit der IT gemeinsam wachsen, beziehungsweise die IT quasi die Geschäftsziele unterstützt, bestmöglich. Und da bietet das Bizops Forum auf jeden Fall Mehrwerte diesbezüglich. Also ich fand es super spannend, dass das so ein bisschen aufgebrochen war, weg von so einer klassischen frontalen Präsentation, von einem Vortrag hin zu so einer interaktiven Sache mit so interaktiven Elementen, weil es deutlich einfacher gemacht hat, ins Gespräch zu kommen. Man hat so das Gefühl, dass so eine gewisse familiäre Atmosphäre da ist. Und das finde ich sehr positiv und das wirkt sich dann natürlich auf die Workshops aus, dass man auch wirklich offen spricht. Und deswegen muss ich euch sehr dafür loben, dass ihr diesen Rahmen so hinbekommt. I like the free format. Yeah, so I like the business forum because of the free format, where basically all industries and key partners align on latest trends. It's very engaging to also combine different customers in different sessions, get different angles on how they treat observability issues, problems, but also opportunities going forward. Und dann auch die Arbeitsweise mit den Miro-Boards, wie es jetzt hier umgesetzt wurde, auch mit den Kopfhörern, hat erstaunlich gut funktioniert. Oft, wenn man neue Technologien benutzt, dann ist es manchmal ein bisschen hackelig, aber aus meiner Sicht hat es sehr, sehr gut funktioniert, auch Input von allen Workshop-Teilnehmern sozusagen aufzusammeln und dann am Ende zusammenzufassen. Also ich werde das Konzept auf jeden Fall mal probieren, auch bei Kundenworkshops von mir. Auf jeden Fall nimmt man das, was man auf dem Miro-Board ja erarbeitet hat, nachher mit. Ne? Das heißt, die Gedanken, die sind nicht weg, sondern die nimmt man ja als Ergebnis mit. Und die kann man zum Beispiel in der Firma auch mal selber nochmal vorstellen. Ne? Mein persönliches Highlight, das war natürlich der besondere Launch unserer eigenen Software, Claricore, als Business Management Tool, ja, als Business Obligation Management Solution, die wir heute announced haben und heute den Kunden vorgestellt haben. Und ich glaube, es ist sehr gut angekommen. Which looks highly promising and we were very enthusiastic to see how that will develop in the coming years. Wofür ich mich auch besonders bedanke bei denjenigen, die nach Berlin gekommen sind, ist die Tatsache, dass wir hier uns auf ein Experiment Einlass gelassen haben, dass auch so vertrauensvoll miteinander gearbeitet worden ist und dass die Teilnehmer festgestellt haben, auch wenn sie aus unterschiedlichen Unternehmen kommen, dass sie doch eigentlich die gleichen Herausforderungen haben und dass dieser Austausch, ich glaube, für jeden sehr wertvoll war und dass wir das ermöglicht haben. Darüber freue ich mich nicht nur, sondern bin auch ein bisschen stolz. Viele haben auch mehr feststellen können, dass, sag ich mal, andere in vergleichbaren Positionen auch ganz ähnliche Probleme haben und auch nur mit Wasser kochen müssen. Also es war jetzt keiner, der gesagt hat, oh, die sind aber viel weiter als wir oder so, sondern es war ein guter Austausch und das, glaube ich, machen wir so mal wieder. Auf jeden Fall, ich würde auf jeden Fall sehr gerne das Bizops Forum weiterempfehlen und natürlich, wenn ich die Möglichkeit habe, würde ich gerne nochmal hierher kommen.